Die drei Federn. Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Davon waren zwei klug und gescheit, aber der dritte sprach nicht viel, war einfältig und hieß nur der Dummling. Als der König alt und schwach ward, wusste er nicht, welcher von seinen Söhnen das Reich erben sollte. Zieht aus, und wer mir den feinsten Teppich bringt, der soll nach meinem Tod König sein. Und damit es keinen Streit unter ihnen gab, führte er sie vor sein Schloss und blies drei Federn in die Luft. So wie die fliegen, so sollt ihr ziehen. Die eine Feder flog nach Osten, die andere nach Westen. Die dritte Feder flog aber geradeaus und flog nicht weit, sondern bald zur Erde. Nun ging der eine Bruder rechts, der andere ging links. Dabei lachten sie den Dummling aus, der bei der dritten Feder da, wo sie niedergefallen war, bleiben musste. Der Dummling setzte sich nieder und war traurig. Da bemerkte er auf einmal, dass neben der Feder eine Falltüre lag. Er hob sie in die Höhe, fand eine Treppe und stieg hinab. Da kam er vor eine andere Türe, klopfte an und hörte, wie es inwendig rief: Jungfer grün und klein, Hutzelbein, Hutzelsbein, Hündchen, Hutzel hin und her, lass geschwind sehen, wer draußen wär. Die Türe tat sich auf und er sah eine große, dicke Itsche und rings um sie eine Menge kleiner Itschen. Die dicke Itsche fragte, was sein Begehren wäre. Ich hätte gern den schönsten und feinsten Teppich. Da rief sie eine Junge und sprach: Jungfer grün und klein, Hutzelbein, Hutzelsbein, Hündchen, Hutzel hin und her, bring mir die große Schachtel her. Die junge Itsche holte die Schachtel, während die dicke Itsche sie aufmachte und dem Dummling einen Teppich daraus gab. Der war so schön und so fein, wie oben auf der Erde keiner konnte gewebt werden. Da dankte er ihr und stieg wieder hinauf. Die beiden anderen hatten aber ihren jüngsten Bruder für so albern gehalten, dass sie glaubten, er würde gar nichts finden und aufbringen. Ach, was sollen wir uns mit Suchen groß Mühe geben? Sie nahmen den ersten besten Schäfersweib, das ihnen begegnete, die groben Tücher vom Leib und trugen sie dem König heim. Zu derselben Zeit kam auch der Dummling zurück und brachte seinen schönen Teppich. Als der König den sah, erstaunte er. Wenn es dem Recht nachgehen soll, so gehört dem Jüngsten das Königreich. Aber die zwei anderen ließen dem Vater keine Ruhe. Unmöglich kann der Dummling, dem es in allen Dingen an Verstand fehlt, König werden. Bitte mach eine neue Bedingung. Der soll das Reich erben, der mir den schönsten Ring bringt. Er führte die drei Brüder hinaus, blies drei Federn in die Luft, denen sie nachgehen sollten. Die zwei Ältesten zogen wieder nach Osten und Westen. Für den Dummling aber flog die Feder geradeaus und fiel neben die Erdtüre nieder. Da stieg er wieder hinab zu der dicken Itsche und sagte ihr, dass er den schönsten Ring brauchte. Sie ließ sich gleich ihre große Schachtel holen und gab ihm daraus einen Ring. Der Ring glänzte von Edelsteinen und war so schön, dass ihn kein Goldschmied auf der Erde hätte machen können. Die zwei Ältesten lachten über den Dummling. Doch wer zuletzt lacht, lacht am besten. Willst du wissen, wie es weitergeht? Abonniere und bleib dran. Bis zum nächsten Mal.